Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite, meine Damen und Herren. Es ist mir natürlich eine große Freude, heute etwas zu Sustainable Income Strategien erzählen zu dürfen. Ich werde natürlich da erklären müssen, was wir darunter verstehen und wie wir da hinkommen. Vielleicht ganz kurz zu Peakside. Wir verstehen uns als Value-Add-Investor. Ja? Bei uns an erster Stelle stehen Financial Returns. Und das ist auch das, was unsere Investoren von uns erwarten, sind Performance. Ja? Und ESG hat da keinen Selbstzweck in dem Sinne, sondern ist für uns ein integraler Bestandteil der Strategie. Ja? Und warum das so ist und warum wir darauf achten müssen als Investor, der Financial Returns anstrebt, darauf möchte ich gerne zu sprechen kommen. Ja? Weil wenn wir einfach nochmal einen Schritt zurückgehen, die Immobilie, die müssen wir ankaufen, die müssen wir möglichst günstig ankaufen, die muss finanziert werden zu möglichst guten Konditionen, die muss dann eine Miete abwerfen und am Ende möchte ich vielleicht dann irgendwann perspektivisch einen Exit sicherstellen. Also muss ich gucken, dass ich dann auch einen Verkaufspreis realisieren kann und wie das zusammenpasst, da kommen wir drauf zu sprechen. Also das Hintergrundbild, was ich Ihnen hier so mitgebracht habe, passt ganz gut zum aktuellen zur Jahreszeit. Wir sehen viel Braun. Das passt aber eben auch sehr gut zur Bestandssituation in Deutschland. Wenn man sich den Bestandsimmobilienmarkt anschaut, dann sehen wir einfach sehr viel Braun und wenig Grün. Und in der Natur ist es ja glücklicherweise so, dass man durch Zeitablauf dann irgendwann wieder ein grünes Bild hier bekommt. Auf der Immobilienseite müssen wir da eben hart dafür arbeiten, damit da was grün wird. Und wie das geht, warum wir das machen müssen, da komme ich drauf zu sprechen. Die Ausgangslage haben wir natürlich jetzt auch heute schon mehrfach gehört. Wir produzieren zu viel CO2 als Bau- und Immobilienbranche. Wir verbrauchen zu viel Rohstoffe. Und deswegen sind wir ganz klar im Fokus der Regulatorik. Und wir haben das Ziel CO2-Neutralität. Und wir sehen aber auch, dass da eine Lenkungswirkung einzieht oder einhergeht. Allein in Deutschland wurden im letzten Jahr über 14 Milliarden Euro in Green Buildings investiert. Und es gibt hier eine PwC-Studie. Da wurden 300 institutionelle Anleger befragt und da haben über 77% gesagt, dass sie ab nächstem Jahr nicht mehr in nicht nachhaltige Immobilienprodukte investieren wollen. Ja. Es gibt jetzt einige Investoren, die gehen darüber hinaus. Ne? Das sind sehr viele namhafte Kapitalsammelstellen, die sich hier in der Net Zero Asset Owner Alliance zusammengeschlossen haben, die ganz klar ein Commitment abgeben, dass ihre Portfolien bis 2050 spätestens klimaneutral ausgestaltet sein sollen und Produkte, die dann neu investiert werden, sollen dann idealerweise ab dem Jahr 2025 auch diese Zielsetzung mit unterstützen. Das ist ja mal eine klare Aussage und die Währung.